Ja, hallo und grüß euch. Willkommen zu einem kleinen Video diesmal. Und zwar habe ich mich auf den Weg gemacht auf einen kleinen Berg. 1800 irgendwas Meter hoch, keine Ahnung, weiß nicht genau. Und auf diesem Berg habe ich eine kleine Skulptur, oder klein ist sie gar nicht, eine Skulptur entdeckt. Bin ein bisschen außer Atem. Ist zwar nicht hoch, das Bergerl, aber trotzdem bin ich ein bisschen außer Atem. Ja, eine Skulptur von Christian Eisenberg, ein Wiener Künstler, der für diesen Berg da eine Skulptur erschaffen hat, die auf den ersten Blick sehr skurril anmutet, vor allem die Entstehungsgeschichte. Und zwar hat er sich für diese Skulptur 6-mal mit Paketklebeband einwickeln lassen, komplett einwickeln, nur mit einem kleinen Messer bewaffnet, und mit diesem Messer hat er dann langsam versucht, sich aus diesem Kokon, aus diesem künstlichen Kokon zu befreien. Und dieser Kokon, aus dem er dann quasi da entschlüpft ist, den hat er dann in Bronze gegossen. Und wie gesagt, das Ganze 6-mal, und diese 6 Bronzefiguren, diese Kokons, die da jetzt quasi als Ergebnis gekommen sind, stehen da jetzt in einem Kreis am Gipfel dieses kleinen Berges da. Und ja, das Wetter ist halt nicht so toll gewesen aus fotografischer Sicht. Wir haben relativ viel Nebel gehabt und Hochnebel, jetzt auch noch Bewölkung, wobei die Bewölkung sehr einheitlich ist, also sehr langweilig eigentlich. Und ich habe mir gedacht, ich gehe noch schnell da herauf auf den Berg. Es ist jetzt später Nachmittag, es fängt schon ein bisschen die Dämmerung an. Und ich versuche mir dieses Kunstwerk wieder fotografisch zu erarbeiten. Mal schauen, was man aus dem Ding machen kann. Schaut sehr toll aus, da mitten im Wald, diese Menschen, diese so Figuren, die da herumstehen. Unerwarteterweise findet man die da mitten im Wald. Ja, und ich werde mal schauen, was man daraus machen kann. Sitzt eine kleine Spinne. Ja, eine Idee habe ich spontan. Und zwar ist es ja jetzt so, dass diese Kokons ja hohle Figuren sind und innen dunkel sind natürlich. Und meine Idee wäre es jetzt, das genau umzukehren und da drinnen eine Lampe hineinzulegen, da unten, das Ding quasi von innen zu beleuchten und dann zu schauen, wie das ausschaut, wenn man das so fotografiert. Vielleicht muss ich dann noch ein bisschen auf die Dämmerung warten. Weiß auch nicht genau, welcher am besten geeignet ist von diesen 6 Figuren. Die da innen alle hohl sind. Kommen wir da hinein. Ich glaube, das wäre schon spannend, oder? Ja, schauen wir mal.
So, mittlerweile ist es Nacht geworden. Meine beleuchtenden Skulpturen habe ich jetzt versucht zu fotografieren. Bin schon gespannt, ob das so wann ist. Schaut jetzt am Display vom Fotoapparat nicht so toll aus, aber ja, könnte schon was geworden sein da mit diesen Skulpturen. Schaut in der Nacht auch recht toll aus da. Muss ich nur schon langsam aufpassen, dass ich nichts verliere. So, jetzt fangen wir die große Lampe ein. So schaut es da aus. Ich kann fast sagen, es ist ein kleiner Skulpturenpark. Macht sie, finde ich, da ganz gut. Also, ich bin ja sowieso für so etwas schaurige Szenarien immer zu haben. Und da diese Männer, diese Skulpturenfiguren, schaut da in der Nacht noch einmal imposanter aus natürlich. Ja, aber wie gesagt, jetzt wird es dann Zeit für mich einzupacken. Es wird schon finster. Und da schalten wir geschwind die Kamera um. Will nicht. Jetzt will sie. Ja. Meinen kleinen Kollegen da neben mir. Ja, wie gesagt, für mich wird es jetzt Zeit einzupacken, hinunterzugehen. Ich habe auch bemerkt, ich habe da meinen Wuschel verloren und ja, mal schauen, ob ich die hinten noch finde jetzt beim Runtergehen. Ich fürchte eher nicht, dass der noch auftauchen wird. Ja, sonst war das da eine ganz nette Session jetzt in der Nacht oder in der einbrechenden Nacht, weil die Nacht beginnt eigentlich jetzt erst, jetzt steigt der Mond hinten auf und jetzt ist es wirklich finster. Ich bin ja noch im Hellen heraufgekommen. Ja, ich hoffe, es sind ein paar interessante Fotos dabei. Sehen werde ich es erst zu Hause dann, wenn ich es am Rechner hochladen kann. Ich habe sowas ja noch nicht allzu oft gemacht, diese Lichtgeschichte da. Ein bisschen versucht, so mit Lichtmalerei, Light Painting, da die Szene auszuleuchten. Ja, schauen wir mal. Ich denke, ein paar herzeigbare Fotos werden schon dabei sein. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video auch gefallen. Da herauf auf dem Gipfel zu dieser Kunstinstallation von Christian, wie heißt der nochmal? Lese ich es lieber ab, dass ich es nicht wieder verkehrt sage. Christian Eisenberger. Aus Wien, geboren in der Steiermark. Ja, wie gesagt, ich werde es wieder zusammenpacken. Gebt mir doch ein Like und falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, schaut euch ein bisschen auf meinem Kanal um. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst doch einfach ein Abo da. Dann sehen wir uns nämlich garantiert das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Ciao und pfiat euch.